Falls keine weiteren Fragen sind, hätte ich noch eine Frage in Gegenwart des Zeugen an den Angeklagten Mulka. Bitte schön. Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Garten kamen. Davon bekam ich keine Kenntnis. Und wie können Sie erklären, dass Ihnen das verheimlicht worden ist? Nachdem Sie das heute alles erst erfahren haben. Es lag keine Veranlassung vor, da ich mit Schutzhaftlager und Häftlingen nichts zu tun hatte. Das ist ja eine Sache der Vergasung gewesen und die hat mit dem Schutzhaftlager doch wohl kaum etwas zu tun gehabt. Das hat auch mit Vergasung nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Ich frage nicht, ob Sie etwas damit zu tun hatten. Ich frage, ob Sie es gewusst ich haben. Ich bekam keine Kenntnis davon. Insoweit habe ich es nicht gewusst. Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu bringen? Nein, man fragte mich nicht danach. Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen? Nein! Jetzt muss ich noch etwas sagen, bitte sehr. Ich habe gelesen hier in Zeitungen bei uns, dass die Herren hier sagen, dass sie haben nicht gewusst, was eigentlich in Auschwitz war. Ich muss Ihnen erklären, bitte schön, dass im zweiten Tag, wenn ich dort war, ich habe schon alles gewusst. Aber nicht nur ich. Diese kleine Bursch, bitte, das ist 16 Jahre alt. Der heißt Andreas Rotaport. Er war im ersten Barack. Er hat mit Blut geschrieben. Ungarisch. Rotaport, André, er, dieser Hotel. Andreas Rotaport gelebt 16 Jahre. Das habe ich selbst gesehen. Nach zwei Tagen, bitte, wenn die waren von dort weggeschleppt. Ich bin gestanden in Barack Nummer 14. Er hat mir geschreit, Onkel, ich weiß, dass ich muss sterben. Sagt zu meiner Mutter, dass bis letzten Moment habe ich auf ihn gedacht. Aber ich könnte nicht sagen, die Mutter ist auch gestorben. Bitte, dieser kleine Wurf, das hat gewusst, was dort ist. Und die haben nicht.